Ja, moin Leute und willkommen zu dieser Folge Cattle and Crops. Für die mich nicht kennen, ich bin der Saito und was ich hier mache, ich werde Cattle and Crops antesten und ja, ich werde hier alles in dem Spiel, was im Augenblick möglich ist, machen, von dem Grubbern von Feldern bis zum Pflügen oder zur Maisernte oder zur Tierzucht, alles mögliche halt. Und ich fange auch gleich mal an, denn was braucht man als erstes? Natürlich Feder. Gehen wir hier auf Fader, ich kaufe mir mal Feld 6 bei und Feld 7. So, denn wäre es natürlich ziemlich schade, wenn ich jetzt hier ganz allein an erstmal zwei Feldern arbeite. Deswegen stelle ich mir einen Mitarbeiter ein. So, der hat die beste Bewertung. Den nehme ich. Brauche ich noch einen Fuhrpark. Und sowas hole ich mir mal. Hier den Mercedes-Benz, den fahren wir zur Farm. Plus einen Aufpreis von 500 Euro, denn noch diesen Selfmade Front Bumper, der kommt auch zur Farm für Aufpreis von 500 Euro. Und der Helfer bekommt noch einen Flug. 5 Euro und gekauft. So, jetzt muss ich noch schnell für mich einkaufen. So, jetzt müssen wir ganz schnell gucken, was nehme ich. Ich nehme diesen Grubber. Den lassen wir aber diesmal beim Shop. Da habe ich aus Versehen rausgetappt. So, nehmen wir hier den Traktor, der kommt auch zum Shop. Und natürlich hier nehme ich diesmal das Fassgewicht. Da sehen wir hier schon alles stehen, logisch angeordnet, so wie es heißt. So, jetzt das nächste. Was macht der Helfer? Er muss natürlich auch erstmal die Aufgabe bekommen. Dann gucke ich hier auf Felder, auf Planung. Dann gehe ich hier mal auf Aufgaben, neue Aufgabe. Die Vorlage ist Feldbearbeitung, Felder hinzufügen, Feld auswählen. Der bekommt Feld 7. Nee, doch besser Feld 6. Und hier Hans-Jörg Hennings. Der kann das machen. Stellen wir uns noch unser Gespann zusammen. Das ist ein unseren Geräten, der kriegt den MB-Truck. Nehme ich. Vorne kriegt er den. Und für hinten bekommt er noch einen Flug. So, speichern. Fade Einfahrt. Das ist Norden. Und danach soll er erstmal nirgendwo hinfahren. Und da ist der Helfer auch gleich schon drin, hat alles angespannt und ist unterwegs zum Feld. So, da fährt er auch los und ich schnapp mir jetzt mal meine Geräte. Da, die stehen da vorne schon beim Shop. Ich gehe in die Ego, dass wir hier nicht überfahren werden. Der ist da ganz schön fix schon unterwegs. Und jetzt bin ich hier. Wir sehen. Habe ich es falsch gemacht? So wie man es nicht machen sollte. Ich stehe hier am Traktor. Öffne als erstes die Tür. Steige ein. Tür wieder zu. Bisschen ungewohnt hier die Steuerung mit der Maus und nicht mit dem Controller. So, als nächstes schalten wir den Traktor hier oben an. Bisschen nach vorne. Und jetzt machen wir gleich schon den Grubber ran. So, da ist er jetzt ein bisschen komisch ran, aber es passt, es passt. Also ganz kurz, wo steht das Gewicht? Da haben wir es auch dran. Und jetzt fahre ich zu Feld 7. Ich muss hier einmal rechts abbiegen. Ja, leicht geradeaus. Und da sehen wir es auch schon. Hier ist aktuell noch Mais drauf, wie auf allen Feldern. Aber den möchte ich ja weghaben und später selbst hier alles ansehen. Hier einmal in die Außenansicht. Das
scrollen ein bisschen raus. Da habe ich schon ein bisschen was kaputt gefahren. So, aufklappen. Und runter. Dann packe ich noch mein Tempomat rein. Und da geht das Grubbern auch schon los. So, ich fahre zu schnell. Tempomat rein. Und ein bisschen runter. Das war zu langsam. Da steht immer, ich kann hier nicht arbeiten, weil ich außerhalb des Feldes komme. Und da kann ich natürlich hier nicht arbeiten. Hier leicht auf die Feldkante. Hier fällt der dynamische Boden auch besonders auf. Ich spiele leider nicht auf den maximalen Grafikeinstellungen, da mein PC dies einfach nicht noch mit Aufnahme schafft. Deswegen muss ich das so niedrig wie möglich halten, damit ich euch hier auch noch alles halbwegs lagfrei zeigen kann. Hier ein bisschen nach vorne und wieder in den Gang rein. Hier sieht man aber richtig den dynamischen Boden im Vergleich zum Landwirtschaftssimulator. Ich kann selbst in der Kabine noch rein oder rauszoomen. Das finde ich ziemlich cool. Also ich brauche es jetzt nicht unbedingt, aber ist mal was ganz Witziges. So, Cattle and Crops ist übrigens auch von den Entwicklern Master Brain Bytes. Und der angekündigte Release für das Spiel ist im November. Ursprünglich sollte auch mal 2016 sein. Mal gucken, wie das kommt. Im Augenblick kann man die Tech-Demo des Spiels nur bekommen, indem man sich beim Kickstarter-Projekt von Cattle and Crops eine Spende hinterlässt. Dann bekommt man einen Zugriff für die Demo und auch am Ende für die Vollversion des Spiels. Jetzt, wo ich hier noch so mitten im Grubbern bin, halte ich doch mal eben an und guck, was der MB-Truck so macht. So, da ist der Helfer. Und der flügt auch ganz gut. Da kann ich eigentlich nichts aussetzen. Wir sehen hier, der Boden sieht jetzt irgendwie ziemlich standard noch. Das Verpichte kommt halt von der Aufnahme noch, die reduziert leider alles. Und ja, dann gehe ich mal wieder zurück in mein Glas. Gucken hinten noch alles runter. Ja. Wieder in den an sich Tempomat rein und weiter geht's. Ich kann natürlich auch noch ein paar Features zeigen. Ich mach Tempomat rein. Nur ich das Lenken vergessen hier. So, lenken. Kann ich nämlich auch noch alles einzeln einstellen. Da vorne kann ich ihn an- oder ausschalten. Und das war zum Beispiel zu weit. Man sieht, ich kann nicht rubbern. Und ich bin immer noch zu schnell. Ich mache das mal ganz kurz alles von außen. So, hier wieder um die Kurve. Und so geht das hier auch immer schön weiter. Ich habe auch schon vieles hier mir schon mal angeguckt. Zum Beispiel der Frontlader. Die Steuerung ist leider noch nicht optimiert. Ich denke auch, vieles wird sich zum Release noch ändern, da dies halt wirklich eine Demo ist und da soll schon mal gezeigt werden, guck, es funktioniert, aber es ist halt noch nicht optimiert. Und hier können wir auch schon sehen, der Mais wird richtig platt geknickt, wenn ich da drüber fahre. Und danach erledigt der Grubber denn den Rest. Hier vorne steht noch was. So. Diesmal fahre ich halt hier direkt um die Kurve, so kriege ich ein bisschen mehr Fläche denn hier vorn. So. Fahre ich hier mal wieder alles durch. Der Grubber erledigt seine Arbeit auch gut. Und so, hier wieder um die Kurve.
kann hier unten auch sehen, es ist alles voll aus texturiert. Die Spiegel. Hier vorne haben wir natürlich das Display. Da steht im Augenblick nur Cattle and Corpse. Ich weiß noch nicht, ob sich das ändern wird. Aber ich hoffe es doch. So, wie hat man sein eigenes Radio oder kann auf der Karte auch einfach so, wenn man wieder die übliche Taste drückt, wo man die Maus aktiviert, kann man auch ranzoomen. Oder sich halt bewegen. Ich muss nur halt immer ein bisschen auf Fahren konzentrieren. Das ist gar nicht mal so leicht. Fahren wir hier wieder um die Kurve. Ich gehe nochmal ganz kurz nach außen. Ich zoome mal ein bisschen raus. Sieht eigentlich noch relativ klein aus. Es ist auch eins der kleinsten Pferde hier. Das müssen wir ja ganz kurz sagen. Ich kann bis zum Hof sehen, aber ich gehe wieder in die Ansicht. Tempomat rein. Ich bin zu schnell. Das gibt es hier auch. Hier wird man nicht wie im Landwirtschaftssimulator einfach abgebremst. Sondern hier steht einfach, du bist zu schnell. Weiter geht's hier nicht. Da kann aber doch mal ein bisschen reingezoomt werden. Hier, ich fahre jetzt noch einmal über die ganzen Ecken und Kanten. Und hier habe ich ein bisschen unsauber gearbeitet. Wo ich eigentlich immer direkt rübergefahren bin. So, kann ich das überhaupt wegmachen? Nein, ich kann es nicht wegmachen. Grober wieder zu, Handbremse rein. Und zurück geht's zur Farm. Da vorne ist auch schon ein KI-Auto. Ist ja auch was Schönes. So, hier hoch. Und wieder zurück. Handbremse rein. Dreht ab. Motor aus. So, die Scheunen funktionieren noch leider nicht so, wie ich gehofft hatte. Und das ist da gerade nicht abgegangen. Da ist vorne das Gewicht abgegangen. Okay, das funktioniert auch noch nicht ganz so. Scheunen kann man leider nicht öffnen oder schließen. Hier, ich zeige es euch einmal. Ja, nichts zu machen. Aber sonst zeige ich nochmal ganz kurz alles im Innenraum, was man hier so machen kann. Erstmal hier Lenkrad vor oder zurück. Vor, zurück. Dann haben wir noch eben einen Knopf, den haben wir ein bisschen besser gesehen, als es vor war. Da. Damit verstellt man es ein bisschen nach unten. Oder nach oben. Haben wir hier noch den Scheibenwischer, der hat drei verschiedene Module. Ich mache jetzt erstmal einen an. Tür auf kann man natürlich immer machen. Hinten das Fenster auf. Was haben wir hier noch? Können wir hier einmal auch einmal gedrückt halten? Lichter? Blinker. Gucken, funktioniert der? Ja, da haben wir den Blinker. Blinker, Scheibenwischer, alles an. So, und gucken wir nochmal ganz schnell, was der MB-Truck macht. Da setzt der Helfer wieder an und... Oh, schräg, das ist intelligenter Helfer. Respekt. Der Helfer arbeitet intelligent und macht nicht einfach hin und zurück. Und wenn die Kante zu groß ist, arbeitet er nicht weiter. Nein, er arbeitet so, dass er immer das ganze Feld erwischt. Das finde ich gut. Aber dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder für die heutige Folge Cattle and Crops. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Und tschüss.